Die Eishockey-Arena. Das Eishockey-Magazin im Oberland. Wir berichten speziell in der Nationalliga über die VU Feldkirch, EC Dornbirn, EHC Lustenau und über den EHC Bregenzer Wald. Spielberichte, Ergebnisse, Interviews, das alles in der Eishockey-Arena, das Eishockey-Magazin im Oberland. Wir wechseln nun ins Eishockey-Lager und damit werfen wir einen Blick auf die derzeitige Situation in der Eishockey-Nationalliga. Da hat sich in den letzten Wochen doch einiges getan. Mittlerweile sind die ersten 13 Runden absolviert und an der Spitze sind mit dem ATSE Graz, den Bulldogs aus Dornbirn sowie den Haien aus Innsbruck doch drei Teams, die man am Anfang der Saison auch zu den Favoriten gezählt hat. Unterschiedlich derzeit noch die Leistungen bei Vorjahresfinalist VU Feldkirch. Mal top, dann auch mal wieder flop, könnte man die Berg- und Talfahrt momentan einordnen. Der EHC Lustenau hat sich in den letzten Runden doch beständig gezeigt. Gerade das letzte Wochenende mit Erfolgen gegen die VU Feldkirch und gegen Kapfenberg war schon mehr als zufriedenstellend. Besonders der 5:1 Auswärtserfolg in Feldkirch zählt fast doppelt. Der EHC Bregenzer Wald spielt seit drei Wochen wieder in Alberschwende in der Freiluftarena, wenn es um Heimspiele geht. Nach dem tollen Saisonstart folgten nun aber doch etliche Niederlagen. Die Saison dauert ja noch lange und so haben die Teams aber noch alle Optionen. Einer der bekanntesten Vorarlberger Eishockeyspieler war viele Jahre lang der ehemalige EHC Lustenau-Spieler Wolfi Hagen. Mittlerweile arbeitet er auf Verbandsebene als Nachwuchstrainer und auch als Betreuer der österreichischen Nachwuchsnationalmannschaft. Wir haben uns mit ihm über die Situation im Eishockey-Nachwuchs im Ländle, aber auch über die Nationalliga unterhalten. Nein, also die Nationalliga hat sich auf jeden Fall unglaublich verbessert. Es ist der Sport überhaupt im Allgemeinen viel athletischer, weniger Kampf betonter worden. Ein Sportler braucht nicht mehr nur Muskeln zum Eishockey spielen, auch einen athletischen Körper dazu und auch ein bisschen etwas im Kopf. Dornbirn präsentiert sich ja sehr gut, Feldkirch ja ebenfalls vorne mit dabei. Lustenau hat so die Kurve auch gekriegt. Am Anfang war man da nicht ganz sicher, wie es in der neuen Saison laufen würde. Neuer Vorstand, man hat viel umgekrempelt, aber sie schlagen sich beachtlich. Ja, Lustenau setzt sich gut ein. Also der Vorstand hat sich neu gegründet, hat auch viele Ambitionen gezeigt, auch jetzt auf die Saison hin. Sie haben eine junge Mannschaft, sie können sich nicht so nach der Decke strecken, weil es einfach finanziell noch aus den letzten Saisonen etwas zurückzuzahlen gibt. Aber im Gegensatz zu Dornbirn schlagen sie sich eigentlich von der Mannschaft her dementsprechend gut. Wenn man jetzt hernimmt, der Nachwuchs ist natürlich sehr wichtig. Man hat gerade zum Beispiel in Lustenau gesehen, Sohn vom Herbert Oberscheider, erste Tore gemacht und so weiter. Also es kommen ja junge Talente wirklich nach in Vorarlberg. Nein, wir haben gute Talente in Vorarlberg. Das ist auch sehr ein Bestand der Nachwuchsarbeit in Vorarlberg. Der eine oder andere muss einfach noch gewisse Sachen überwinden, was im Leben so zwischen 14 und 17 passiert. Aber das eine oder andere Talent ist auf jeden Fall vorhanden. Ausführliche Informationen und Resultate sowie Hockey-News gibt es wie immer auf www.eishockeyarena.at.